Hey Leute, und damit herzlich willkommen zu einem Video der Videos. Nein, wir sind wieder bei The Long Dark angekommen und ich weiß gar nicht, was wir in der letzten Folge getan haben. So, ich bin wieder ein bisschen mit der Technik hier am Rumwerkeln. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das Video hier ist. Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt in dem Part machen, weil... Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt einen Tag und 13 Stunden und 20 Minuten überlebt. Da freue ich mich. Wir haben 2233 Kalorien. Wir haben Zustand 100. Das ist alles sehr gut. Wir haben 23,68 Kilo Gewicht. Beziehungsweise im Rucksack. Ist ja alles im Rucksack. Uns ist nicht kalt. Wir sind kaum erschöpft. Wir haben kaum Hunger und kaum Durst. Protokoll, was wird hier angezeigt? Morgen, Nachmittag. Ach du Scheiße. Überladen. Eingeschlafen. Wie eingeschlafen? Keine Ahnung. Ich glaube, da haben wir uns anscheinend schlafen gelegt. Wird das Nacht? Ich weiß gar nicht. Weniger als eine Stunde Tageslicht übrig. Hä? Habe ich nicht geschlafen? Habe ich das wirklich nicht getan? Ich dachte, wir haben geschlafen. Weil es wird ja gerade, wie man sieht, Nacht. Beziehungsweise wie man gerade gar nicht sieht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hallo? Warte mal. Es gibt doch hier Streichhölzer. Moment. So, jetzt ist... okay. Es ist immer sehr schön, wenn man nichts sieht. Wir schlafen mal in dem Bett. Ich weiß gar nicht, wie lange muss man schlafen? 8 Stunden? Oh, erstmal schön ausruhen, schlafen. Spiel wird dabei sogar gespeichert. 2 Stunden Dunkelheit übrig. Okay, 1 Tag und 21 Stunden Überlebenszeit. Spiel wird gespeichert. Wir haben Durst. Es wird gleich Tag. Das ist sehr gut. So, wir haben wahrscheinlich auch Hunger. Müsli-Riegel. So ein Morgensnack sozusagen. Was ist das hier? Okay, das können wir auch essen. So, haben wir irgendwas Gutes zu... Also, beziehungsweise Schlechtes zu trinken hier? Das hier, ne? Ach, das ist Hundefutter. Das sieht immer aus wie trinken, ne? Das denn auch essen? Tomatensuppe? Dann trinken wir einfach mal das Wasser. Das Wasser würde ich mir gerne, für andere Situationen aufheben. So, dann trinken wir das erstmal. Lecker, lecker. So, dann haben wir kaum Durst. Sonst ist alles gestillt. Weniger als eine Stunde Dunkelheit übrig. Dann heißt es, ist ja da schon wieder hell. Dann will ich jetzt aber mal rausgehen. Einfach mal... Ich war ja so noch nie im Dunkeln draußen. So, das Anzünden von... Dings, von Streichhölzern ist auch anders geregelt anscheinend. Das war nämlich damals einfach... Raufklicken und dann war das Streichholz schon an. So, draußen. Ah, schön. Sieht schön aus, muss ich sagen. So, wir sind jetzt draußen. Nicht mehr im Lagerbüro. Und ich weiß gar nicht... Das Streichholz ist ja jetzt eigentlich egal, ob wir es haben oder nicht. Ich will immer gerne eine Waffe dabei haben. Wo ist die Waffe denn? Ist die hier, müssen die sein. Ein Brecheisen. Hier. Tragen. Ich sehe zwar gerade gar nichts, beziehungsweise kaum etwas. Hier waren wir schon. Da waren wir auch schon. Jetzt natürlich die Frage, wo waren wir noch nicht? Das ist die Frage für den heutigen Tag. Aber sieht cool aus, oder? Also, man kann da jetzt nichts gegen sagen. Also, ich finde es cool. So, hier geht natürlich jetzt alles hoch. Aber was soll's, wir werden heute auf jeden Fall noch überleben. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, in der ersten Staffel, beziehungsweise die erste Karte, die wir hier spielen, mindestens 10 Tage zu überleben. Hört sich nach viel an, ist es aber nicht, hoffe ich. Da ist ein Reh. Essen, genau, wir können mal ein Reh schlachten, ne? Beziehungsweise mal abschießen. Tot machen. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber... Ich habe nichts gegen Tiere, aber wir müssen es leider machen. Es geht ja hier immer noch ums Überleben.
sieht das geil aus. Und ist sogar noch mit dem Schnee. Cool. So, dann sprinten wir mal ein bisschen. Jetzt kommt am besten noch ein Zug hier. Ich muss sagen, es war ein Fehler, auf Pilger zu stellen. Also auf den Schwierigkeitsgrad Pilger. Und ich merke, dass ich etwas lauter rede als sonst. Da ich jetzt so schalldichte Kopfhörer habe. Beziehungsweise mich jetzt nicht jetzt seitdem. Nur die Kopfhörer sind einfach lauter. Ich bin so richtig paranoid. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon? Das weiß ich nämlich nicht. Und wir sind sehr erschöpft, beziehungsweise wir können nicht mehr sprinten. Aber er muss. Ich weiß gar nicht, das mit dem Gewehr in der Hand, verbrauchen wir damit mehr Ausdauer? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Was ist das denn? Okay. Tunneleinsturz. Habt ihr gerade diese Hunde auch gehört? Beziehungsweise Wölfe? Ich sehe gerade gar nichts an Wölfen oder Hunden. Könnte ja auch ein Hund sein. Da unten, okay. Da unten ist nur einer. Hä? Nachgeladen haben wir. Die Erste-Hilfe-Kassen, den untersuchen wir mal. Schmerzmittel. Eine Flasche Schmerzmittel lindert Schmerzen nach Verletzungen. Das ist natürlich sehr gut. Aber davon haben wir glaube ich schon ein paar. Metallbehälter, aber umso mehr, umso besser. Metallbecher. So, bevor ich jetzt in die Mine gehe, wenn man da rein kann. Ich hoffe nicht. Bitte nicht, bitte nicht, sag bitte nicht. Ja, man kann hier nicht rein. Weil dann hätte uns wahrscheinlich irgendwas anderes erwartet noch. Boah, ist das laut. Das ist ultra krass. Hier liegt eine Leiche. Okay. Ich werde übrigens von den Produkten und so, von den Sachen, die wir aufsammeln, werde ich nicht immer alles durchlesen. Ich glaube, von hier kommen wir, ne? Kann das sein? Ich will den Wolf natürlich nicht provozieren. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal. Weil ich wirklich keinen Bock auf Stress habe. Und ja, wie ich gerade angedeutet habe, beziehungsweise wie ich gerade gesagt habe, habe ich ja gesagt, dass es ein bisschen langweilig wird mittlerweile. Mit Pilger. Wir spielen ja auf Pilger und da ist es ziemlich langweilig. Moment mal. So. Mal ganz kurz die Boxen leiser gemacht. Da wurde da, wo ich die Kopfhörer im Auge zusammen habe. So. Dann schrei ich auch nicht mehr so rum. Aber ich mag den Schnee, ne? Das sieht so wundervoll aus. Ich mag das wirklich. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo sollen wir hin? Ich würde am liebsten natürlich so ein Reh abschießen, aber von hier treffe ich sowieso nicht, das weiß ich. Rennt es gerade weg oder geht es weg? Es hat uns ja eigentlich noch gar nicht gesehen oder vielleicht hat es uns gehört. Ja, das kriegen wir nicht mehr. Ah, ich will unbedingt ein Reh töten, beziehungsweise einfach Fleisch haben, ne? Weil das brauchen wir auch zum Überleben und da ist es schon mal gut, das zu lernen. Was natürlich wieder schlecht wäre, ist natürlich die Patronen zu verbrauchen. Ja, Mist. Wenn wir nämlich jetzt die Patronen verbrauchen, haben wir später nichts. Und noch haben wir ja genügend Ressourcen, um ein, zwei Tage zu überleben. Wenn nicht sogar drei. Aber da möchte ich schon ein bisschen voraus sammeln, aber das Fleisch wird ja auch schlecht, glaube ich, ne? Also würde zumindest Sinn machen. Ich denke nicht, dass das, also hier wird ja alles schlecht. Hat ja alles eine Condition. Ist das ein totes?
Kann man sich vielleicht hinschleichen? Ich weiß nicht, treffe ich von hier? Ah, Mist. Ja! Heilige Scheiße, zwei Kugeln haben wir dafür verbraucht. Aber wir haben ein Reh. 0% gefroren, geil. Denn die 8,5 Kilo, alter Finne, ihr haut auch, geil. Darm, ist die Nachspeise. Okay, zerlegen. Dauert wahrscheinlich, unterkühlt. Ach du Kacke. Überleben wir alles. Oh Kacke, wir haben irgendwas. 8,5. Wieso, sind wir vergiftet irgendwie oder was haben wir denn gemacht? Oh Scheiße. Moment, mir ist so kalt. Okay. Direkt mal ins Rein. So, uns ist kalt, dann mache ich natürlich direkt ein Feuer. Ganz logisch. Ja, machen Feuer machen. Feuermarsch sozusagen. Ich wollte gerade vielleicht ins Menü. Ich brülle wirklich ganz schön doll rum. Nochmal ganz kurz die Sounds leiser gemacht. Aber das bringt ja leider nicht so viel. Da die Kopfhörer. Der Mensch ist ja so. Beziehungsweise man möchte ja immer seine eigene Stimme hören. Wir waren fast fertig. Blödes Feuer. So, frieren wir gleich doch nur noch. Ja, der Mensch ist ja immer so, man möchte unbedingt seine eigene Stimme hören. Und jetzt habe ich das Mikrofon so leise eingestellt, damit ich bloß nicht reinbrülle. Jetzt ist es ja nur noch schlimmer geworden durch die Kopfhörer. Naja, was soll's. Bitte, schafft, bitte. Ja, das Feuer ist an. Also eigentlich so gut wie an, weil man... Wenn das Geräusch da ist, dann ist es warm. So, Kälte geht runter. Hunger, Durst geht hoch, Erschöpf geht auch hoch, aber kein Problem. So, was kann man jetzt hier reinmachen? Tu mal. Essen machen. Ach, wie geil. Re-ro-ro-ro. Und das kann ich jetzt einfach erhitzen. Ach, das ist ja mal nice. Und wie kann ich hier runter? Ach so, mit dem Mausrad. Oh. 88, alles 88%. Wieso ist denn das 88%? Das Reh war doch voll frisch. Ich meine, das ist ja jetzt nicht mal eine Stunde her, hat das Reh noch gelebt. So, Flüssigkeit gestimmt. Da kann man auch noch Schnee schmelzen. Ich weiß gar nicht, wo kriegt man den Schnee her? Hat man den einfach? Jetzt ist es wirklich auf jeden Fall mal... Ah, Mist. Unsicher. Ja, ich weiß. 30 Minuten. Wie kann man denn... 1 Stunde und 30, aber den Tannenholz. Das Tannenholz ist wichtig. Erfolgschance. Ach, Mann. Brandbeschleuniger. Wir benutzen jetzt nochmal Brandbeschleuniger. Oh, das geht ja sehr schnell. Oh, das geht sehr schnell. So, ich würde gerne nochmal hier das Fleisch braten. Garen. So, hier steht kochen, garen, braten, alles mögliche. Etwa 10 Stunden Tageslicht übrig. Da freue ich mich und wir sind müde, aber das interessiert mich gerade irgendwie nicht. Und die Dose erhitzt sich auch mal. Natürlich mit dem Dosenöffner, ganz klar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, bringt warmes Essen Hitze? Also wirst du davon warm? Oder ist das so, dass es einfach nur gut tut? Oder was weiß ich weiß es nicht. Oder einfach eine leckere Suppe. So, was haben wir hier? Erste Hilfe. Unterkühlung, kaltes Wetter. Okay. Ich finde es auch cool wo. Was könnte man da machen? Erste Hilfe Set. Warte hier. Deine Körpertemperatur war zu lange, zu niedrig. Du wirst schwächer, bis du 24 Stunden warm bleibst. Was? Du wirst schwächer, bis du 24 Stunden warm bleibst. Verstehe ich gerade gar nicht. Warte mal. Wir sind sehr erschöpft. Ich weiß gar nicht, kann man irgendwie zusammenbrechen oder sowas? Ich habe da keine Ahnung. Oh, 32 Kilo, natürlich ist das schon einiges an Menge. Also einige. Ein Reh gegart. Das können wir natürlich jetzt auch schön essen. Das ist 900. Aber das ist ja natürlich noch ein bisschen giftig sozusagen. So.
mit Bakterien und so ein Kram. So, hier packe ich doch mein Essen rein. Wobei, hier würde ich eher das Fleisch reinpacken. Ich will das immer so... Ich bin halt so ein Mensch, der immer sehr geordnet ist. Zwar nur in Spielen, aber... Das ist ja was anderes, ne? So. Das ganze Fleisch da reinpacken. Also, ein Reh bringt wirklich mega, mega viel. Warte mal. Hunger haben wir auch sehr viel, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange hält denn sowas? So ein Stück Fleisch. Ist 100% noch, ne? Das reicht natürlich. So, wo ist die Suppe? Tomatensuppe. Habe ich die jetzt schon gegessen, die Tomatensauce? Ich hab da wirklich keinen... Ah, warte mal, trinken können wir mal. Wir haben jetzt 0,70 Liter unsicher. Dafür gibt es ja diese Tabletten. Da wird dann alles gereinigt. Und wir haben Trinkwasser. Wasser, das man bedenklos trinken kann. Wasser, von dem du krank werden kannst. Das ist natürlich wieder eine gewisse Chance dabei. Ja, ja, ja. So, jetzt gehen wir erstmal ins Bett. Mit ein bisschen Hoffnung, dass wir nicht im Bett sterben. Aber wir sind ja nur unterkühlt. Also, was heißt nur, ne? Aber ich lege mich erstmal 2 Stunden hin, beziehungsweise ich ruhe mich 2 Stunden aus. Und dann werde ich nochmal alles einsortieren. Da werde ich was essen, was trinken und. Ah, es geht wieder. Erschöpft sind wir trotzdem noch. So, Durst. Ich habe sehr viel Durst. Ich habe vergessen zu trinken, stimmt. Ich habe nur geguckt, was wir haben. Dabei habe ich aber vergessen, was zu trinken. So, Hunger. Da lohnt es sich doch nicht, das Fleisch zu essen, oder? Ich weiß ja nicht, wie viel das bringt. 800 Kalorien. Doch, es würde sich tatsächlich lohnen. Dann sind wir nämlich komplett satt. Nach meinen Berechnungen. Ja, sind wir... Ja, was heißt komplett, ne? Aber knapp satt. Na, uns geht's gut. Jetzt brauchen wir nur noch was zu essen. Aber ich will mal ganz kurz mein Inventar... was zu essen. Jetzt müssen wir nur noch uns ausruhen. Ja, da müssen wir eigentlich nichts machen. Müssen wir nur ein bisschen warten. So. Das will ich jetzt nicht essen. Ich wollte. Das ist dieses da. Das können wir mitnehmen. 23 Kilo. Wieso können wir so wenig mitnehmen? Wieso geht das runter? Vielleicht weil wir uns... Ah ja, also weil wir so erschöpft sind. Dann geht das natürlich wieder runter. So, ich wollte eigentlich ganz kurz ein paar Sachen aussortieren. Ich weiß aber gar nicht, wo ich die ganzen Werkzeuge hingepackt habe. Jetzt laufe ich hier so sinnlos hin und her. Oh, was macht man denn damit? Warte mal, ich will mir das mal ganz kurz durchlesen. So. Frischer Darm. Ein kürzlich gewonnener Darm. Muss zur Verwendung für die Herstellung und Reparatur 5 Tage lang in geschlossenen Räumen luftgetrocknet werden. Was für eine Verwendung? Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann mit so einem Darm. Stoff für die Herstellung und Reparaturen von Dingen und für Verbände. Das ist natürlich sehr praktisch. Tannenholz. Tanne ist zwar kein Hartholz, brennt aber wie eines. So, das hier. Altholz von kaputten Möbeln, Gebäuden und so weiter. Zeitungspapier. Taugt als Zünder. Ich muss jetzt mal die Luft holen. Zünderbündel. Ein kleines Bündel aus brennbarem Material. Klammern, Papier, Wolle, Stoff, trockener Rinde oder Nadeln und so weiter. Das man braucht, um Feuer zu machen. Boah, ich muss immer so coole Pause. Ich muss immer so viele Pausen machen. Da ich immer so ins Mikrofon nicht einatmen möchte und dann... Erstickt man hier halbwegs vom Mikrofon. Frische Rehhaut. Die Haut eines kürzlich zerlegten Rehs. Muss zur Verwendung für die Herstellung und Reparatur 5 Tage lang in geschlossenen Räumen luftgetrocknet werden. Ja, das kennen wir schon. Das wollte ich mir jetzt nicht angucken. Den Darm, soll ich den mal einfach mal hier unten in den Ressourcen reinpacken? Ich packe den da mal rein, ne? Den Stoff packe ich mal da rein. Das Holz passt da gar nicht mehr rein. Der Darm aber... Dann frische Rehhaut packe ich da auch noch rein. Hier geht das auch noch. Hier das Tannenholz, das will ich sowieso nicht verbrennen, denn der Stoff. So, wir können nur 15 Kilo maximal mitnehmen. Und wir sind auch allgemein sehr voll. So, warte mal. Das sieht hier nach sehr wenig Zahlen aus.
Leider ist es sehr viel. Also wenn man das zusammenrechnet, dann ist es immer ein bisschen... Ja, vor allem die Klamotten dann auch. Wobei, das geht sogar noch. Aber wenn man das alles so zusammenrechnet, dann macht das auch ein Ergebnis hier. So, Verband ist immer sehr wichtig, das mitzunehmen. Schmerzmittel sind auch immer sehr cool. Antiseptikum. Ja, kann man einmal mitnehmen, aber zweimal ist unnötig. Weil wenn wir auf Reisen sind, dann sollte man sowas eigentlich nicht unbedingt mitnehmen. Also nicht oft. So, Antibiotika. Davon haben wir 12 Stück. Wenn man die da reinpackt oder nicht, das ist jetzt nicht viel. Angelzeug. Wir haben zweimal Angelzeug. Okay, aber das wiegt sehr wenig. Da kann ich das Angelzeug mal irgendwo... Ich packe das Angelzeug mal hier rein. So. Altholz. Ah, das ist immer sehr wichtig. Dosenöffner. Wir haben zwei Dosenöffner. Den guten packe ich mal hier hin. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der irgendwie rostet, beziehungsweise verrostet. Das weiß ich gar nicht. Fackel. Ich fackel die gleich ein. So, das kann man immer gebrauchen. Den Haken packe ich jetzt auch mal da rein. Wobei der Haken kann eigentlich wichtig sein, wenn wir mal angeln wollen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, müssen wir uns mit der Werkbank, die hier steht, das Angelzeug sozusagen nochmal perfektionieren. Also nochmal, ja, ich sag jetzt mal, selber machen. So, bevor wir hier umkippen, gehe ich gleich mal pennen. So, leider haben wir nur noch 6 Stunden Tageslicht übrig. Sehr schlecht. Und hier habe ich wirklich immer Angst, dass mir das jetzt ins Gesicht springt. Da freue ich mich schon irgendwie. 6. Oh mein Gott, da können wir voll lange schlafen. Ich will aber gar nicht so lange schlafen, weil dann, weißt du, dann ist der Überlebenssinn irgendwie, ja, sinnlos. Jetzt haben wir es nämlich komplett Nacht. Bam, bam, Dunkelheit übrig. Weil das macht er nicht, ich will mal das Hauptmenü drücken. Da werde ich ganz kurz was trinken und dann werden wir leider weiter pennen müssen. Ich möchte das eigentlich gar nicht, aus dem Grund... Ja, ich sag mal so, man möchte hier überleben. Jetzt haben wir schon 2 Tage überlebt. Bald 3 Tage. Wir haben bei einem Tag 13 Stunden angefangen, glaube ich. Ich finde das dann schon ein bisschen blöd. Aber warte mal, wie viel Tageslicht haben wir noch übrig? Wir haben 7 Stunden. Pass auf, dann penne ich jetzt 2 Stunden noch und dann gehen wir raus. Weil ich möchte überleben und nicht pennen. Weil ich kann auch die ganze Zeit 12 Stunden pennen. Das kann jeder, ne? Das ist einfach nur, ist einfach easy. Wir haben 99 Kondition. Uns ist zwar noch ein bisschen, ja, wir sind noch ein bisschen, sag ich mal, noch ein bisschen angedabbert. Von der Unterkühlung, aber was soll's. Trinken wir ganz kurz was. Dann sollten wir das Wasser eigentlich. Kann ich hier eine Aktion? Nee, ich kann es nur trinken. Hab ich dagegen was? Wo sind denn hier die Medikamente? Hier. Warte mal, kann ich die Schmerzmittel ablegen? Ich kann die gar nicht verwenden. Wieso kann ich die nicht verwenden? Muss man da irgendwas für so verbinden? Ich kann Aktion. Ich kann nichts damit machen. Wasserreinigung ist ja verwenden. Ah, und das wird dann automatisch verwendet. Ah, ganz cool. Eine Packung Wasserreinigungstabletten kann helfen, Durchfall zu vermeiden. So, das ist sehr praktisch. Wo ist jetzt hier Essen? Hier. Dann haben wir 73 Liter. Also 0, 73 Liter. 73 Liter wären cool. Würden aber unnötig das Inventar füllen. Deswegen. So. Wo sind hier meine. Da. Anzünden. So, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich mich beeilen, damit ich noch runter kann und rausgehen kann. Ich glaube auch vor allem, das Gewehr zieht an Dings. Ist es jetzt so dunkel, dass man nichts sehen kann? Oder wie ist das jetzt? Ich weiß es nicht, wie stockduster ist. Ach du Scheiße. Warte, es gibt doch Fackeln. Also diese Lampen, ne? Man sieht ja einigermaßen was. Jetzt würde ich mich doch mal gerne umentscheiden. Weil ich sehe nämlich gar nichts. Außer hier das Mondlicht.
Soll ich reingehen? Oh Mann. Ich will das ja nicht. Ich will das ja jetzt nicht so unspannend gestalten. Dieses Let's Play. Deswegen. Soll ich jetzt doch nochmal schlafen? 5 Stunden? Jetzt zünde ich nochmal ein Dings an. Toll. Wir haben ja so viel, ne? Toll, toll, toll. Ah, da gehe ich doch schlafen. So, das sind 5 Stunden, ne? Dann bin ich jetzt 5 Stunden, beziehungsweise ich ruhe mich 5 Stunden aus. Mann, aber da gehen wir wirklich raus, bis es abends ist. Weil wir haben jetzt 15 Stunden Tageslicht. Wir haben ein bisschen Durst. Da trinke ich mir ganz kurz eine Soda. Trinken. Alles kein Problem. So, dann. Warte, möchte ich noch mal ganz, will ich noch mal gerne das Gewehr hier nehmen. Tragen. Zielen abfeiern. Ja, ja, ich weiß. So, und jetzt können wir auch raus. Windstürme und sonst was für Dunkelheiten und sowas. Das macht uns jetzt keine Angst mehr. Beziehungsweise, wir werden jetzt nichts mehr abbrechen. Dum, dum, dum. Dieser Blackscreen ist immer voll gut für die Bitrate. So, ich gehe jetzt mal da lang. Ich werde nochmal alle Häuser durchsuchen. Vielleicht habe ich ja, warum auch immer, ein Haus ja übersehen. Das kann ja mal möglich sein, ne? Man weiß ja nie. So, da hinten ist ein Wolf. Den würde ich aber ungern töten. Nur ich möchte auch gerne an den Mantel ran. Weil aus dem Stoff, beziehungsweise aus der Haut, die wir vom Wolf bekommen, können wir tatsächlich einen Mantel machen. Das haben wir ja letztens gesehen. Mit der Werkbank und sowas. Deswegen würde ich sie mal wirklich gerne töten. Nur hier ist es leider schwerer. Da wir die hier wirklich. Ich sag jetzt mal. Die hauen ja vor dir ab. Die haben Angst vor dir. Beziehungsweise von mir. Hä? Da. Weil ich ja auf Pilger spiele, da haben die eher Angst vor mir. Nur wenn ich die provoziere, greifen sie wirklich an. So, 100% gefroren. Hier ist alles leer. Hier leer, leer. Hier haben wir nichts übersehen. Angeln möchte ich auch nochmal machen. Auch in diesem Let's Play noch. Und ich möchte noch so einige Sachen machen. Ich möchte auch noch mehrmals die Werkbank benutzen und so und. Das möchte ich, das sind alles so Ziele, die ich unbedingt mal machen möchte. Guck mal, muss dahin. Man verliert hier sehr schnell die Orientierung, wenn man auf dem Eis ist. Jetzt habe ich den Wolf auch verloren. Habt ihr den nicht mehr? So, was ist da? Liegt da eine Leiche wieder? Oder ein Rucksack? Ich drehe mich immer so. Eisfischerhütte. Hütten. So, leer. Kennen wir schon. Das heißt, hier ist auch leer, leer, leer. Hier oben ist auch nichts. An der Seite auch nichts. Nö, dann ist hier wohl nichts. Leider. Hätte mich ja noch gefreut, wenn wir irgendwelche Sachen übersehen haben. Die Hütten, die, da muss ich nicht nachgucken. Da wissen wir ja schon, was da drin ist, weil da habe ich wirklich alles nachgeguckt. Nur bei den Fischerhütten bin ich mir ein bisschen unsicher, weil wir im Sturm losgegangen sind. Und da bin ich mir wirklich unsicher, was ich jetzt genau, beziehungsweise wie viele oder was für Fischerhütten ich alle abgegangen bin. Ist ja immer möglich, dass ich irgendeine vergessen habe. Ne? Ich dachte, das wäre ein Wolf, aber es ist ja nicht. Das Gute ist, man musste ja eigentlich keine Angst haben. Was aber auch wieder das Schlechte ist, halt, wie gesagt. Oh, hier habe ich Altholz übersehen. Mann, 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 Mann. Schlecht. Sehr schlecht. Und dann gehen wir da geradeaus weiter. Und dann bin ich mir hier sicher, dass wir alles abge. Alter. Ich verliere so schnell die Orientierung. Dass hier wirklich alles abgesucht haben. Ich weiß nicht, wie groß die Welt ist, beziehungsweise die Karte. Da bin ich mir. Ich bin mir nicht bewusst, wie groß die Karte ist. So viel steht fest. Die Karte kann noch viel größer sein und es gibt noch wahrscheinlich noch viel mehr versteckte Wege und sowas, die ich gar nicht gesehen habe. Ah, hier. Was ist das denn? Spritzen. Fisch, was? Spritzen, Fische. Hochwertige Fische. Halbiert. Okay. Kälte. Die ist kalt, ja. Und das ist doch immer sehr toll, dachte ich. Okay, jetzt so eine gefrorene Cola oder sowas trinken. Das ist natürlich nicht gut. Ja, das stimmt, aber. Also da kommt ja nichts raus. Da kommen ja höchstens ein paar Krümel Eis raus.
Hier kann man gar nicht lang. Ich dachte, man kann hier lang. Da an der Seite geht's nicht lang, ne? Nee, scheint nicht so. Okay. Dann die Häuser. Habe ich das Haus schon untersucht? Ich weiß das gar nicht. Also wie gesagt, wir gucken nochmal alles nach. Ob ich irgendwas übersehen habe, dann werde ich noch die anderen Karten nachgucken. Wir haben 14 Stunden Tageslicht. Das nutzen wir natürlich auch komplett aus. Jetzt, wo wir den ganzen Tag sozusagen verpennt haben und uns ausgeruht haben, können wir das auch mal machen. Eine kleine Entdeckungstour wieder. Weil ich möchte schon ein bisschen Survival haben und nicht unbedingt... Ja, ich gehe mal pennen. Ich trinke mal was. Ich gehe mal pennen. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist ja doch schon ein bisschen lame, ne? Also, bin ich ganz ehrlich. Einsame Hütte am See. War ich hier schon? Ich kann mich da gerade gar nicht dran erinnern. Wobei, wenn ich den Tisch sehe, dann doch. Bank. Die können wir auseinandernehmen, aber 45 Minuten und 94 Kalorien dafür. Ne. So, habe ich hier irgendwas übersehen? Ja, den kann man auseinandernehmen. Ist ja mal sehr schön. Hier drin ist nichts. Ist auch nichts. Der Rucksack ist leer. Haben wir schon nachgeguckt. Ja, hier ist alles leer. Hier waren wir schon. Das ist irgendwie gut und auf eine andere Art und Weise wieder schlecht, weil so haben wir natürlich wieder weniger Ressourcen. So, dann gehe ich nochmal hier links lang, bis wir noch einen anderen Weg finden hier raus. Hier gibt es bestimmt einen anderen Weg raus. Von diesem Eis. So. So, hier muss ich jetzt nicht nachgucken. Da weiß ich, dass ich da war. Links da hinten, da kann man nicht lang. Kann man hier hoch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne, nee. Da sind ja die Berge. Gut, dann da hinten. Hier. Ungefähr. Mal gucken, ob da was ist. Ob man da irgendwie lang kann. Was ist jetzt hier eigentlich? Unterkühlung. Kaltes Wetter. Ja, bleibt 2 Stunden warm. Mhm. Das wird nicht schwer sein, 2 Stunden noch warm zu bleiben. Noch sind wir ja warm. Noch ist ja uns nicht total kalt und wir sind aber sehr erschöpft. Wie kommt denn das? Wir sind ja mega erschöpft. Warum sind wir so mega erschöpft? Vielleicht wegen der Krankheit? Weil wir krank sind? War ich da schon? Da gucke ich auch nochmal nach. Da bin ich mir wieder unsicher. Sieht sonst so schön aus, das Spiel, ne? Habe ich am Anfang zwar auch schon gesagt, aber... Ne? 2x, 3x, 100x, hält doppelt. Oder halt besser. Hütten am See. Ich glaube, hier waren wir schon. Der Name kommt mir bekannt vor. Hier ist, Holz. Okay. Dann gucke ich nochmal ganz kurz die Hütte nach. Wir, uns ist müde. Ist natürlich sehr schlecht, wenn uns müde ist. Das heißt, wir können gleich nicht mehr laufen. Ah, Schweinefleisch mit Bohnen, kalt. Ach, das ist kalt, das macht jetzt das ist nichts Schlimmes. Und nochmal Trockenfleisch. Am besten ist man, was ist am besten? Ich habe das jetzt nicht mehr lesen können. Ich glaube, hier waren wir wirklich noch nicht, oder? Kann das sein? Stimmt, hier waren wir wirklich noch nicht. Also denke ich zumindest, weil ich glaube nicht, dass ich 3, 4 Sachen übersehen habe hier im Haus. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, ich weiß, dass man hier in The Long Dark Bäume fällen kann. Ich weiß, dass man hier die Möbel fällen kann, also kaputt machen kann und. Das weiß ich glücklicherweise alles. Das heißt, wir werden nicht so schnell einen Holzmangel haben. Wieso kann man denn hier nicht rein? Einfach aufbrechen ist doch wohl nicht schwer. Das ist doch wohl nicht schwer. Ja, hier kann man anscheinend nicht rein. Das sind irgendwie Hütten, wo man nicht rein kann. Sehen ja auch eher verwahrlost aus. Aber gut, okay. Dass man da nicht rein kann, wundert mich. Wir sind sehr erschöpft. Pass auf, ich gehe nochmal kurz dahin und schlafe mal eine Stunde. Ich möchte gar nicht. Warum sind wir denn jetzt so schnell erschöpft? Wundert mich. Bleibt 2 Stunden warm. Ja, okay. Wundert mich wirklich, dass wir waren ja komplett ausgeschlafen, oder? Habe ich da irgendwas falsch geguckt?
Man glaubt. Ne. Okay. Naja, wir werden jetzt mal ganz kurz ein Stündchen schlafen. Dabei wird uns auch warm. Etwa 2 Stunden Tagessicht übrig. Mein blöd. Wir sind jetzt trotzdem noch erschöpft. Bleibt eine Stunde warm. Warte mal. Noch eine Stunde ausruhen, dann sind wir nämlich wirklich komplett kerngesund wieder. Hoffe ich zumindest. Und dann hoffe ich, dass wir dann nicht mehr so schnell erschöpft sind. Ja, wir sind wieder kerngesund. Keine Leiden. Beziehungsweise wir haben keine Leiden. Ja, sonst sind wir nur noch erschöpft. Ist natürlich nicht gut. Das können wir, das erschöpft, also dass wir so schnell erschöpft sind, das können wir natürlich auch lindern. Sag ich jetzt mal, beziehungsweise, ja, sag jetzt mal, das geht besser weg. Also man kann länger sprinten zum Beispiel oder so, indem wir nicht so einen vollen Rucksack haben bei uns. Wäre ja auch mal cool, wenn man nur den ganzen Rucksack einfach mal leeren könnte. Also kann man zwar, aber Reselsee, Westzugang, hier waren wir noch gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt das Schlauste ist, aber uns ist ja nicht kalt. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das das Schlaue ist, hier lang zu gehen. Aber gut, was soll man machen, ne? Ich wollte hier unbedingt lang jetzt. Kann man hier überhaupt lang? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Hier sind Berge. Ich glaube, man kann hier gar nicht lang, ne? Okay, jetzt sind wir schon runtergesprungen. Wir können so übrigens auch Sachen brechen. Und das Problem ist jetzt, wir müssen hier runterspringen. Weil wir kommen hier nicht mehr hoch, glaube ich. Oh, Zustand 92. Was haben wir, was haben wir, was haben wir, was haben wir? Mann, Mist. Gefühlt minus 10 Grad. Ach so. Wenn ich im Winter draußen bin, dann denke ich auch, es ist jetzt gerade gefühlt minus 3,7 Grad. Denke ich mir auch immer. So, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Kann das sein, dass es hier zu dieser Höhle geht? Ist das möglich? Ist das möglich? Warum sind wir denn, warum atmen wir denn so laut? So, sprint mal ganz kurz, damit es halt alles schneller geht. Ich bin mir gar nicht, warum sag ich heute so, ich bin mir gar nicht sicher. So oft. War ich hier schon? Ich bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht geht's ja hier zu unserem Haus, das kann sein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, wo es hier lang geht. Überraschend ist nämlich, ich weiß nämlich nicht, wo es hier geht. Und das Problem ist, wir sind sehr erschöpft und ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht die Wölfe zu sehr provoziert haben mittlerweile, da wir sie ja immer zu nahe gekommen sind und vielleicht greifen sie uns ja jetzt auch an. Hier geht's zur Höhle, ne? Oder? Nein, auch nicht. Ich will nicht gerade so einen weiten Weg gehen. Sonst krepieren wir hier nachher noch. Das möchte ich natürlich nicht. Oder hier gibt es irgendwo eine Höhle. Höhle, sag ich schon. ich mein Haus. Fahrt am See. Hört sich an wie Fahrt am See. Also, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Ja, tatsächlich, es geht hier zu unserem Haus. Das heißt, was ist das? Ich höre irgendwas im Gebüsch. Alter, ich dachte, der Werwolf. Das ist halt hier. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas hinter uns war. So, Lagerbüro. Spiel wird gespeichert. Wie sind wir müde? Mal nichts Neues hier. Damals war es immer der Hunger und Durst. Was immer sehr schnell war. Ich gucke nochmal ganz kurz bei der Werkbank vorbei. Was wir uns denn schon craften können. Wir brauchen Stoff und Petroleum. Okay. Finden wir wahrscheinlich irgendwo. Schlinge. Was bringt uns eine Schlinge?
Einfache Schlinge, mit der man kleine Tiere fängt. Die können wir tatsächlich sogar machen. Wir haben ja getrockneten Darm. Wo man den trocknet, weiß ich gar nicht. Vielleicht muss er einfach nur... Vielleicht wird es ja nach 5 Tagen so bleiben. Ja, also automatisch. Nur dann ist für mich die Frage, 5 Tage für eine Schlinge. Bin ich ein bisschen skeptisch. So, Haken. Wieso steht da eine 3 in Klammern? 2? Naja, ein einfacher Angelhaken. Achso, den machen wir denn aus was? Metallschrott. Aber Angelhaken haben wir ja schon, den besitzen wir ja schon tatsächlich. Eine Angelschnur. Die haben wir noch gar nicht, ne? Und wie Angelzeug. Ein Haken und eine Leine mit denen man Fische fangen kann. Also die fängt man dann, die angelt man nicht, die fängt man dann einfach, weißt du? Also, so. Kaninchenpelzfäustlinge. Handgearbeitete Fäustlinge. Unpraktisch, aber sehr warm. Wärmebonus +4. Das ist sehr, sehr gut. Winddichtbonus 2 Grad, beziehungsweise +2 Grad. Herstellungsdauer 5 Stunden. Was? 5 Stunden? Ach du Scheiße. Das haben wir. Getrocknetes Kaninchenpelz. Verbringen. Was heißt denn das jetzt genau? Okay. Achso, man kann sich die Zeit also einteilen. Also jetzt 5 Stunden. Okay, ich will jetzt nur eine Stunde arbeiten. Weil hier, wie man sieht, 12,5 Stunden, da stirbst du ja fast. Rehlederstiefel. Handgearbeitete Stiefel, geschmeidig, aber warm und robust. Wärmebonus +4, Winddichtbonus +3 Grad. Also man sieht hier, man kann sich sehr gute Rüstung bzw. Klamotten bauen. Das finde ich sehr gut, sehr gut. Und wir müssen wahrscheinlich viel mehr Rehe töten. Viel mehr. Also wir haben in dieser Folge unser erstes Reh getötet. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie gar nicht weit bin. Also irgendwie überhaupt nicht weit. Also wenn ich mir das jetzt hier mal angucke, was wir hier getrocknete Rehhaut, getrockneter Darm. Natürlich getrockneter Darm, den bekommt man ja erst nach 5 Tagen, ne? Denn hier Rehlederhose aus Rehleder, handgearbeitete Hose. Geschmeidig, warm und robust. Wärmebonus +3, Winddichtbonus +3. Wenn man das alles hat, dann kann man doch voll lange draußen bleiben. Wolfspelzermantel, genau den möchte ich unbedingt haben. Dafür brauchen wir getrockneten Darm und getrocknete Wolfspelz. Handgearbeitete Außenschicht ist warm, robust und verrät Wölfen und jeden, der es sonst in Frage stellt, dass man dich nicht unterschätzen sollte. Wärmebonus +7, Winddichtbonus +5, das heißt, es gibt uns sogar noch Schutz, nur es dauert ein bisschen lange. Wie lange kann man hier eigentlich bleiben? Alter Schwede, man kann ja so lange bleiben, wie man möchte. Vielleicht ist das ja... Das werden wir testen. Wenn wir sterben, versuche ich zu diesem Haus gehen, ne? Und dann werde ich hier wirklich nonstop arbeiten. Irgendwas werden wir schon hinkriegen in der kurzen Zeit. Wobei, das weiß ich gar nicht. Wenn man fertig ist, da kann er ja nicht mehr arbeiten, ne? Keine Ahnung. So, wobei, ich will nochmal ganz kurz nachgucken. Wo waren wir jetzt? Fackel, Schlinge hatten wir auch schon, Haken hatten wir auch schon, Schnur hatten wir auch schon, Angelzeug hatten wir auch schon, das hatten wir auch schon. Bärenfell-Schlafsack. Ein Schlafsack aus Bärenfell. Schwer, hält aber warm. 26,5 Stunden, 25 Stunden dauert das. Wir brauchen getrocknetes Schwarzbärenfell. Wo kriegen wir das denn her? Also es gibt hier sogar noch Bären. Ist ja sehr beruhigend. Stoff. Getrockneter Darm. 6, 5, 2. Geil. Survival-Bogen. Ein einfacher, improvisierter Bogen, mit dem man kleine Tiere jagen kann. Achso, den kennen wir ja schon. Den könnten wir uns sogar bauen, oder? Ich glaube, den können wir uns sogar bauen, tatsächlich. Pfeilschaft. Ein gerader Holzpfeil, der aus einem getrockneten Birkenschößling gearbeitet wurde. Mit den Krähenfedern und einer Pfeilspitze wird ein brauchbarer Pfeil daraus. 45 Minuten, das geht ja ganz schnell, ne?
Okay, sonst gibt's hier noch die Pfeilspitze. Eine Metallspitze für einen Pfeil, die notgedrungen aus Metallschrott gefertigt wurde. Okay, wieso eigentlich wurde? Also wurde. Die wird ja erst hergestellt. Na gut. Einfacher Pfeil. Ein selbstgebastelter Pfeil, der aus einem Pfeilschaft, Krähenfedern und einer Pfeilspitze besteht. Das heißt, wir brauchen das, das, das. Also das, was wir gerade alles vorgelesen haben. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich werde ganz kurz pennen. So werden wir die Folge immer beenden. Damit ich automatisch speichere. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao.